Herzlich willkommen zu einer weiteren Timberborn-Folge. Ja, es läuft ganz gut in der letzten Zeit. Jo, ich bin ganz zufrieden mit dem, was hier so passiert. Okay, das Teil müssen wir jetzt aber einreißen. Das tut mir ja sehr leid, auch wenn der Biber das ganz gerne da benutzt. Der neue Weg existiert. Und hier muss ich Platz schaffen für andere Möglichkeiten. So. Was ist damit geschehen? Wie sieht's überhaupt aus? Er ist am Meckern. Warum ist er am Meckern? Ist nicht durch Pfade mit einem... Was? Kann gar nicht sein. Wir haben hier jede Menge Pfade. Beispielsweise diesen hier. Ist das vielleicht schon wieder zu weit entfernt dann? Oder so? Oder wie? Oder was? Also manchmal sind so Sachen nicht nachvollziehbar. Ich bin jetzt bloß auf nicht auf das Gebäude. Klasse. Schade. Nee, das ist Fahrt, aber es ist vorhanden. Scheitert es daran, dass ihm das zu weit entfernt ist oder wie? Oder was? Will nicht. Ja, toll. Könnte ja hier sowieso maximal, glaube ich, noch eins dazu bauen. Vielleicht, je nachdem, wie ich das plane, zwei. Ich meine, Möglichkeiten bestehen. Hier kann man hier immer noch ein paar Sachen machen. Jetzt halt nur auch nicht übertreiben, ne? Das soll ja hier ne, energietechnisch alles noch zu bewerkstelligen sein. So ist denn das jetzt auch noch zu weit weg. Okay, ich mach das mal anders. Momentchen, vielleicht hilft uns das ja weiter. Oh, ja, das war jetzt besonders schlau. Ich mach hier mal die Verbindung. Die freie Fläche, die ich da habe, die brauche ich nicht. Das hat sich ja jetzt anders alles dargestellt, jetzt mittlerweile. Von daher. Mache ich das hier mal weg. Wenn, dann machen wir das vernünftig. So, das scheint ihm aber nicht zu reichen. Ne? Er ist immer noch am Meckern, nicht verbundenes Gebäude. Die Brücke hier wird benutzt. Sie laufen bis dahin, aber das ist nicht mehr zu schaffen. Das ist einfach zu weit. Da brauche ich jetzt einen neuen Distrikt oder wie oder was? Das ist ja wohl lächerlich. Das ist ja wohl komplett lächerlich. Ich mache das mal anders. Gucken, ob das funktioniert. So, ich würde hingehen und sagen. Na, früher oder später müssen wir das ja sowieso machen. Energie. Hier kommt Sonnteil. Und dann Holz. Ich hätte ganz gerne hier noch ein Sägewerk hingesetzt. So, Moment. Und der braucht ja dann auch eine entsprechende Anbindung. Ein Pfad soll es sein. So. Zack. Wie das? Nur wohin? Ein Augenblickchen mal. Wenn ich jetzt hier hingehe und ich sage, ich will hier rotier. Da eine Leiter haben. Junge Leute haben. Zack, zack, zack. So. Reicht das da dann oder ist das dann immer noch nicht verbunden? Achso.
Genau, jetzt habe ich die Geschichte. Das ist fertig. Produktion hier bitte schön einhalten, wird nicht mehr benötigt. Nicht verbundene Gebäude 2. Auch das wäre ihm schon zu weit, obwohl ich, ne, da entsprechend die Möglichkeit besteht. Er ist da gerade mit der Holztreppe beschäftigt. Jetzt ist es ein Gebäude, das nicht verbunden ist. Das nimmt hier langsam komische Formen an. Würde das theoretisch gehen? Eins, zwei. Das heißt, ich muss jetzt. Sorry, tut mir leid, aber das Ganze ist hier echt etwas sehr, sehr wird. Mittlerweile. Okay, wo war ich da? Das war richtig, ne? Der muss weg, da genau. Der muss weg. So, dafür muss ich jetzt. Glaube, das Teil, was ich hier gerade konstruiere, die ganze Geschichte, die ist wahrscheinlich einmalig. Ich weiß es nicht. So, okay, das Teil dahin. Hier bitte schön ganz schnell bauen. Noch da vorne. So, das hätten wir. Dann braucht er natürlich eine entsprechende Anbindung, sonst kommt da kein Biber hin. Okay. Wir machen das mal sauber. So. Ach so. Entschuldigung. So viel zum Thema. Wir machen das mal sauber. Dann machen wir das anders. Machen wir das anders. Moment. Nur mit der Ruhe. Nein, das ist kein Zauberer. So. Auch. So, aber sauber. So sieht es einigermaßen vernünftig aus. Eieieiei. Was eine Story. So, ich habe aber immer noch ein nicht verbundenes Gebäude. Ich habe aber jetzt hier die entsprechende Energieversorgung gewährleistet, hoffe ich. Und müsste jetzt Folgendes machen können, ohne dass das jetzt großartige negative Auswirkungen hat. Ich ziehe das mal hier so lang. So. Mayo, 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 Mayo. Jetzt hat es geschnackelt. Jetzt hat er es akzeptiert. Hier muss man mit allen Tricks arbeiten. Okay. Das soweit dazu. Jetzt geht es aber weiter ab in die nächste Runde. Und auf jeden Fall genügend Energie bereitstellen. Heißt für mich natürlich weitere Wasserräder, die hier gebaut werden sollen. Oh, die nächste Dürre droht. Wir haben noch 3 Tage. Okay. So, dann würde ich sagen. Vorsichtshalber, ich mach mal das Ganze wie folgt, um mir da alle Möglichkeiten zu halten. Ich mach mal so einen Teil da dran. Und
Das wird lustig. Ob das funktioniert, bin mir da nicht so sicher. So, was ist jetzt hier los? Die sind irgendwie am Meckern. Was fehlt denen? Was stimmt nicht? Gebäude braucht Energie. Ja, ja, ich arbeite dran. Okay. Das heißt, die reichen nicht mehr aus. Ach, da fehlte irgend so ein Zwischending, ne? Ja, das wird es gewesen sein. Ja, das Gemeckere ist weg. Wo ist die schon wieder? Zwei Leute sind ja an Altersschwäche gestorben. So. Wie sieht es denn hier mit dem Teil aus? Das ist noch nicht ganz leer. Auch hier tut sich noch so einiges. Auf der anderen Seite kann das jetzt aber schon mal weg hier. Moment. Jo. Das kann weg. Energie braucht das Teil ja nicht mehr. Das kann also auch weg. Okay. Die Papierfabrik und das ist die Getriebefabrik oder so ähnlich. Cool, 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 cool. So, komme ich da überhaupt dran? Natürlich nicht. Kriegen wir aber hin. So und einmal so. Das sollte funktionieren. Hervorragend. Okay, wie sieht es denn überhaupt aus? Wir haben 1065 Einheiten Nahrung der unterschiedlichsten Art. Wir haben 740 Liter Wasser in etwa. Wir haben auf der anderen Seite aber auch jetzt hier jede Menge Biberinnen und Biber. 85, sehe ich das richtig? Ja, hier mit dem Becken, da muss ich noch später ran. So, 2, 2, 1, 5, 0, 5, 2, 0, 5, 2. Ja, ich hoffe, ich kann mir das für die Zukunft merken. Ja, guck schon mal, weil ich muss auch so langsam hier wieder, ne, wenn das hier näher an unseren an die Dürre rankommt, muss ich mal gucken, wie es denn wird bezüglich unseres Wasservorrats. Da muss ich frühzeitig anfangen zu staunen. Okay, wie sieht es hier mit unseren Leuten aus? In Eisenstadt. Die sind alle voll belegt. Achso, ja, okay. Holzkarotten, Planken und Wasser. Und hier haben wir Altmetall 69 Stück. Okay, auch nicht verkehrt. Ja, Mann, das sieht doch schon ganz gut aus. Also, wir haben eine sehr, sehr, oder sagen wir mal, eine relativ gute
Versorgung mit Nahrung. Wir haben zumindest eine ausreichende Versorgung mit Wasser. Wir haben mittlerweile einen Heiler und zwei Krankenbetten. Unsere Biberinnen und Biber sind hier ganz gut versorgt. Wir haben einiges an Wissenschaftspunkten, wie ich hier gerade sehe. So, ja, dann schauen wir doch mal durch. Wir könnten anpflanzen Rohrkolben, die müssten wir zwar freischalten, und auch die gelben Teichrosen. Das müssen, sind noch Sachen, die wir noch nicht gemacht haben. Wir können so ziemlich alles an Büschen und Bäumen pflanzen. Achso, ja. Wegetechnisch, ja gut. Ich sehe hier eine Dreifachplattform und solche Geschichten. Metallplattformen, die sind noch nicht freigeschaltet. Die sollen Brücken. Die sollen enge Brücken. Da können wir noch ein paar Sachen machen, klar. Dann haben wir hier Schleuse und so weiter auch noch nicht alles frei. Was heißt mal hier? Erdbagger. Ja, da müssen wir auch noch gucken. Dynamit. Sprengstofffabrik und dergleichen. Moment mal ganz kurz. Sprengstofffabrik, was braucht die? Planken, Getriebe und Metallblöcke für den Bau und Papier für Sprengstoff. Nur Papier? Okay. Und natürlich Energie, klar, logisch, das brauchen die Dinger irgendwie alle. Interessant. Dann können wir Dynamit herstellen. Achso, erstmal nicht. Nee, das war's. Erdbagger. Ein schweres Gerät zum Sammeln von Erde. Oh, da brauche ich Golems für? Jetzt geht's aber ab. Erdhaufen, ein verstärkter Behälter zur Aufbewahrung von Erde. Da sterben schon wieder Leute an Altersschwäche und so. Nicht so gut. Terraforming-Station. Okay. Heftig. Die Terraforming-Station brauche ich dann dafür Erde oder für was? Weil ich überlege gerade, für was ich mal die Erde gebrauchen könnte. Aber hier Terraforming-Station macht ja dann schon irgendwie Sinn. Geländeblock. Ein künstlicher Geländeblock, der den Arbeitern in der Terraforming-Station gebaut wurde. Der den Arbeitern, der von den Arbeitern. Das wahrscheinlich heißen. Stabil, andere Gebäude können drauf gebaut werden, nur eben eher die bla bla bla. Okay, also da gibt es noch jede Menge, was wir hier machen können. Ja gut, hier mit den Lagern, großes Lagerhaus, unterirdisch, alles gut und schön. Da sind wir durch. Da sind wir durch. Wasserproduktion. Ach ja, genau. Wasserstandsströmungsanzeiger. Und ein Wasserableiter. Das Ding könnte ich freischalten. Das macht mit Sicherheit Sinn. Wasserableiter. Bewässerungsturm. Den haben wir noch gar nicht am Start. Ein Bewässerungsturm. Also aktuell brauche ich den noch nicht, aber demnächst vielleicht. Eine mechanische Wasserpumpe. Ich brauche aber wieder Energie. Gucken wir mal. So, was ist hier mit? Da habe ich bis aquatisches Bauernhaus so ziemlich alles. Der Bienenstock, den habe ich irgendwann mal freigeschaltet, aber noch nicht gebaut. Fördert das Wachstum nahegelegener Nutzpflanzen. Okay. So, ja, der brauchte, glaube ich, Papier oder so. Ich überlege gerade, Moment mal, da müsste ich aber hier in dem Feld irgendwas frei machen. Kurios, Moment. Die Uhr. Hier könnte so ungefähr die Mitte sein. Bin mir nicht ganz sicher. Das weg.
macht das Sinn, das in der Mitte zu setzen? Der hat doch bestimmt irgendwie so eine ganz komische Struktur. Aber da ist gerade abgeerntet worden. Zu langsam. Ah, toll. Egal. Wenn ich das hier so anpeile, ich probiere das mal aus. So. Schnell weg, wenn es irgendwie geht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Mit den Bienen und so. Aber ich will das nochmal an der Einstellung schon mal ausprobieren. Was sind die Linien hier gerade unterwegs? Ach so. Was mir dazu denken gibt, ist die Tatsache, dass sich das eine Rad da schon nicht dreht. Halt. Was hab ich jetzt gemacht? Keine Ahnung. Ich will das ausmalen so mit. Also hier tut sich nichts. Dafür ist das relativ flott unterwegs. Aber hier ist einer, das ist natürlich, das habe ich, ja, da hätte ich ein bisschen besser drauf achten sollen. Sehe ich gerade. Ja gut, wenn das so ist, ist das so. Da haben wir ein bisschen gepennt beim Beachten der ganzen Geschichte. Das kann eigentlich. Das kann weg, ja. Dafür brauche ich anderes. Ich brauche hier. Folgendes eine Plattform. Ein Stück. Dann fahrt dahin. Und wenn die beiden Plattformen fertig sind, weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen kann. So. Okay, naja, ist nicht ganz so toll wie gedacht, aber gut, man muss sich mit den Dingen arrangieren, die da so gegeben sind. Ich sah hier die Strömung, ich denke, oh, ne, ich denke aber ne, nicht dran gedacht, dass das hier so, ja, so eigentlich so ein toter Bereich ist. Egal, dann packen wir die beiden dann noch mit rein. Und, oh, ich habe noch 1,2 Tage bis zur Dürre. Das darf ich auch nicht aus den Augen verlieren. Lauter Begeisterung hier für meine Energiegewinnung und anderen Optimierungen verliere ich andere Dinge aus den Augen. Bienenstock. Aber das war aber jetzt ein hier. Okay, gut zu wissen. Und dann setze ich hier so einen Bienenstock hin. Nicht 1, 2, 3. Ja gut, wenn ich hier einen hinsetzen würde. 1, 2, 3. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Vielleicht ist hier an der Stelle doch nicht ganz so günstig. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich was bringt. Nun ja, man muss Sachen halt ausprobieren. Wir schauen mal, was das werden wird hier mit den Bienen und wie sich das hier mit unserer nächsten zu erwartenden Dürre darstellen wird, ist ja, alles Aufgabe für die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles, alles Gute und genießt die Zeit.